Unser Gast ist ein gutes Beispiel für schnelle Integration in Deutschland. Rushdie Chiahi ist 33 Jahre alt. Er kommt aus Algerien. Nach nur 6 Monaten in Deutschland hatte er seinen Job bei einer Beratungsstelle für Flüchtlinge. Rushdie, was hast du in Algerien studiert? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Rushdie Chiahi, wie du gesagt hast. Ich komme aus Algerien. Ich habe in Algerien Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert. Ja, also nach meiner Universität habe ich 4 Jahre bei einer Rundfunkradio gearbeitet. Ja, dort habe ich Menschen bei Problemen geholfen und hatte ich auch Reportage gemacht. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Arbeitest du immer in Deutschland als Journalist? Also, gute Frage. Als Hauptberuf ist nicht als Journalist. Als Hauptberuf, ich bin ein Projektleiter bei einem Bildungsträger. Meine Tätigkeit immer Flüchtlinge zu helfen, Betreuung und so weiter. Also alles Journalist, ich mache ehrenamtlich hier bei TV 38. Und auch ich bin ein Reporter für ein algerisches Fernsehen, das heißt Ashuruq, auf Arabisch natürlich Ashuruq, auf Deutsch heißt Sonnenaufgang, das heißt wir geben Nachrichten jeden Tag, wie der Sonnenaufgang jeden Tag ausstrahlt. Rushdie, wie könntest du dich so schnell in Deutschland integrieren? Was heißt so schnell? Ja, erstmal, ich möchte vielleicht gerne definieren, weil jeder hat seine eigene Definition. Integration heißt einfach zusammenleben, die andere Kultur akzeptieren und selbstverständlich müssen wir nicht zum Beispiel Schwein essen oder Alkohol trinken. Das hat mit Integration nichts zu tun. Also erster Schritt für mich war in Deutschland die Sprache zu lernen. Das war für mich das wichtigste Ziel, was ich erreichen wollte. Und allmählich hat es einfach funktioniert. Ja. Und was machst du im Rahmen TV 38? Ja, also hier auch, ich möchte sagen, als ich hier in Salzgitter angefangen habe, als Integrationscoach bei einem Bildungsträger, wie ich gesagt habe, habe ich immer gesucht nach einer Möglichkeit, die mich immer im Journalismus näher bringt. Ja, weil ich greife immer zu jeder Gelegenheit, die mich im Journalismus näher bringt. Habe ich einfach entdeckt, dass hier in Salzgitter ein Fernsehen, Bürgersender, also in Algerien haben wir keinen Bürgersender, da haben wir entweder staatlich oder privat, aber hier in Deutschland es ist es ganz, ganz anders. So, dann habe ich entdeckt, dass hier in Salzgitter gibt es ein TV, heißt TV 38, habe ich einfach kontaktiert, ja, ich habe mich vorgestellt, ja, ich bin richtig hier, hey, ich komme aus Algerien und so weiter. Sie haben zu mir gesagt, herzlich willkommen, wir können zusammen koordinieren und arbeiten und jetzt, ich mache seit paar Monaten, denke ich mal 6 Monaten oder so, auch hier ehrenamtlich Reportage und ich helfe auch hier gerne. Und was sind deine aktuellen Projekte? Was heißt Projekte? Also als Hauptberuf oder hier bei TV 38? Hier bei TV 38 und im Rahmen Journalismus in generell. Hier bei TV 38, wenn ich immer eine Idee habe, dann komme ich hier und schlage ich meine Idee vor. Und wenn wir diskutieren immer, ob klappt, klappt nicht, was sollen wir machen, was sollen wir nicht machen und so weiter. Alles Journalist, also allgemein, einfach die Wahrheit zu berichten. Rushdie, warum bist du aus Algerien weggegangen? Also ganz einfach, Familienzusammenführung. Ja, meine Frau ist deutsch. Ich habe hier einen Sohn in Deutschland. Ich bin einfach hier gegangen. Okay, wolltest du immer schon nach Deutschland und warum? Nicht so richtig. Also bei mir war das ungeplant. Also als ich zum Beispiel an der Universität war, habe ich nie gedacht, dass ich hier in Deutschland komme und in Deutschland arbeite. Aber das ist einfach, sagen wir auf Arabisch, Nasib. Schicksal. Ja, oder so. Genau.
Willst du hier bleiben oder eines Tages wieder zurück? Oh, heißes Eisen, das ist natürlich eine schwere Frage. Das weiß ich nicht. Ich arbeite jetzt hier, ich bin hier stabil in Deutschland, ich habe Familie, ich habe gute Arbeit, wie zu sagen. Ob ich überhaupt in Zukunft nach Algerien nochmal reise oder nicht, die Frage bleibt einfach offen. Rushdie, ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht, die ich dir gerne zeigen möchte. Ja. Und könntest du sagen, was bedeutet das für dich? Ich lasse mich überraschen, was ist das für ein Bilder? Okay. Das ist diese Bilder. Oh, das ist natürlich, das ist einfach Algerien. Das ist ein Stück von mir, das ist unsere Heimat. Wenn ich schon gerade das Bild sehe, das macht schon richtig Heimweh. Und dieses Bild? Okay, das Bild, das ist einfach unsere, das ist eine Tradition, Kleidungstradition in Algier. Das ist in Hauptstadt, das ist Algier. Sie haben so solche Tradition, weil Algerien ist so groß und in jeder Region oder in jeder Ecke in Algier haben eigene Tradition. Essen oder auch Kleidungen oder auch zum Beispiel, sage ich mal, Musik, Art von Musiken und so weiter. Und das ist für Algier, Hauptstadt. Okay, dieses Bild. Oh, das ist richtig ein aussagekräftiges Bild. Ein kleiner Mitarbeiter, also ja, der verkauft Brot in Algerien. Leider haben wir das auch viel in Algerien. Die Wahrheit muss man immer sagen. Ja, das ist natürlich, obwohl er lacht und verkauft Brot, aber es ist leider so. Armut haben wir trotzdem. Okay, und dieses Foto? Ja, das ist eine, das ist wie Flohmarkt in Algerien. Also im Vergleich in Deutschland Flohmarkt, das ist genauso in Algerien. Alte Sache, alte Tradition, alte Instrumente und ja, und so weiter. Und das ist auch in Algier alles, das ist unsere Musikinstrument. Also wenn man das sieht, dann entdeckt so schnell oder wisst so schnell, dass das Bild in Algerien ist durch diese Musikinstrument. Genau. Oh. Und dieses? Wo hast du das Bild hier? Das ist natürlich ich und mein Sohn heißt Yasin. Ich habe diese Bild von Facebook gehört. Aha, okay. möchtest du zum Schluss noch was sagen? Ja, klar, ich möchte immer an diesem Thema Integration zurück. Also, wir müssen uns einfach integrieren lassen. Wir müssen integrationsfähig sein. Wir müssen nicht unsere Identität als Araber oder als Muslime oder als orientalische Menschen verlieren. Wir müssen uns einfach an die deutschen Gesetze halten. Wir haben keine Alternative, außer uns integrieren zu lassen. Danke schön, dass du im Studio warst. Wir wünschen dir viel Erfolg im Beruf und bei TV38. Gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal.